habe 120. Was haben wir heute? 16. Ja. Steffen? Was? Heute ist der 16. Ja, der 16. Du musst ruhiger bleiben als die Leute. Hm? Nicht so aufgeregt, nicht so nervös. Ruhig. Und nicht aggressiv und nicht so irgendwie getarnt. Und da ziehst du nur den Kürzeren und so ein kleiner, dünner sowieso. Abmachen, das ist klar, aber es ist eine Frechheit. Das Verfahren ist noch nicht zu Ende. Und Sie wissen ja nicht, wenn er heute irgendwo hingeht, ob er dann einen Hotspot bildet, wenn er zum Beispiel ordnungsrechtlich nach ASOG irgendwo untergebracht wird. Ja, eigentlich müssen Sie dem Mieter beistehen. Mich darf er filmen. Hm? Mich darf er filmen. Ich filme nicht nach da, Sie sehen es. Mich darf er filmen. Mit unseren Schildern. Das ist eine Frechheit, was hier abgeht. Sie müssten sich schämen und lieber Amtshilfe leisten bei einer Beschlagnahmung von Leerstand. Polizei Berlin leistet Amtshilfe bei einer rechtswidrigen Zwangsräumung, obwohl Rechtsmittel, die aufschiebende Wirkung haben, eingeleitet wurden, soll die Wohnung von Kolja heute Morgen hier in der argentinischen Allee 138 zwangsgeräumt werden. Es ist ein Unding, dass man nach der 10. Corona-Eindämmungsverordnung des Senates von Berlin eine Zwangsräumung durchführt und die Menschen auf die Straße schmeißt. Es gab einen Räumungsschutz nach Bundesgesetz. Herr Dr. Kai Wegner, Eigentümerverband Haus und Grund, hat in der Abendschau gesagt, es wird keine Zwangsräumung in der Pandemie geben. Es wäre ein Popanz, der da aufgebaut wird. Wir sind gerade Zeugen einer Zwangsräumung mitten in der Pandemie, wo also jetzt hier eine Person aus seiner kleinen 45 Quadratmeter Wohnung rausgeräumt werden soll. Und die Begründung der Polizeibeamten, die hier vor Ort ist, der hätte ja eine Ersatzwohnung. Wir wissen nicht, was das für eine Ersatzwohnung ist oder ob das nur eine Massenunterkunft ist. Also prinzipiell ist es natürlich ein absoluter Skandal.